willkommen in Delas Hexenkessel. Hallo, hier ist die Dela mit einer neuen Folge von Delas Hexenkessel. Heute mal ohne allzu feste Form. Ich wollte nur ein paar kleine Updates von mir geben. Und ja, deswegen fangen wir einfach mal so an. Was habe ich denn in letzter Zeit erlebt? Erstmal würde ich sagen, gehen wir in den Dela-Garten. Denn im Dela-Garten ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben geerntet. Wir haben einerseits den kompletten Pak Choi geerntet. Wir haben andererseits den kompletten Rettich schon geerntet, den wir hatten. Wir haben sehr, sehr viel und sehr, sehr guten Salat gegessen. Also unsere Ernte für die ersten Sachen, die ist auf jeden Fall schon ganz hervorragend geworden. Es sind auch ein paar Sachen geworden, von denen ich gar nicht dachte, dass sie werden. Ich hatte nämlich aus Versehen ein paar Zuckerschoten gesät, letztens schon. Und da waren tatsächlich auch 5, 6 Zuckerschoten dran. Allerdings, da das eben eine vergessene Pflanze mehr oder weniger war, hat dies halt auch jetzt dann nicht mehr überlebt. Aber ich habe neue Zuckerschoten gepflanzt. Ich glaube zwar nicht, dass die so spät im Jahr noch was werden, aber man kann es ja einfach mal versuchen. Ansonsten, wahnsinnig gefreut habe ich mich über meine Thai-Beere. Denn die kriegt eine kleine, winzig kleine Thai-Beere. Ja, es ist nur eine, aber es ist auch noch eine sehr junge Pflanze und die wird sich bestimmt über die Jahre irgendwann erholen und sich wohlfühlen. Dasselbe gilt für die Erdbeeren. Ich hatte tatsächlich eine ganz vernünftige Erdbeerernte. Sie war sehr klein, aber sie war nett, sie war gut. Dasselbe gilt auch für den Spinat. Unseren Spinat haben wir auch alles fein gegessen. Haben wir unter anderem in ein sehr putziges Curry verwandelt. Zusammen mit dem besagten Rettich und dem Pak Choi und so Ding. Ja, ansonsten habe ich ja auch Lilien gepflanzt. Und mein Gott, sind die hübsch, die blühen jetzt und es sieht voll toll aus und ich bin sehr glücklich. Und ansonsten die Tomaten und die Chili, die brauchen noch eine ganze Weile. Aber die entwickeln sich auch alle in die richtige Richtung. Das macht mich eigentlich auch alles sehr glücklich. Und die Aubergine blüht seit gestern. Ansonsten haben wir jetzt auch noch eine Versuchspflanze Zuckermais gepflanzt. Das ist so lustiger kleiner Mini-Mais. Auch da keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber wir werden ja feststellen, ob das klappt oder nicht. Und wenn es nicht klappt, ist halt auch nichts verloren. Von daher ist das mal ein ganz lustiges Experiment. Ansonsten habt ihr ja bestimmt gesehen, habe ich die letzte Zeit sehr viel gebastelt mit Merch. Das Delasaster Imperium hat jetzt Merch. Wir haben Tassen, wir haben diverseste T-Shirts. Guckt da einfach mal, was ihr vielleicht haben wollt. Gehäkelt habe ich auch relativ viel. Verschiedene Tops, verschiedene Röcke. Ich habe einen Drachen gehäkelt, ich habe einen Drop-Bär gehäkelt und einen Klorollen-Panda. Und jetzt gerade bin ich dabei, mir ein lustiges Farbverlaufskleid zu häkeln. Aber das ist alles sehr langwierig und ja. Aber da ja bald das Potstock ansteht, bin ich gerade in der Vorbereitung für lustige kleine Basteleien fürs Potstock. Da wir ja da noch ein bisschen Zeit haben. Wenn ihr jetzt schon Bestellungen habt, die ihr gerne hättet, die ich euch zum Potstock mitbringen soll, dann sagt mir einfach Bescheid. Sagt mir, was ihr haben wollt, welche Form, welche Art, welches Material, wie auch immer. Ich kann 3D-Druck, ich kann sticken, ich kann Holz brennen, ich kann Holz gravieren, ich kann häkeln, ich kann Plüschis, ich kann Decken, ich kann Kissen. Ich kann alles, was ihr wollt, meistens. Außer euer Gewicht in Gold und Schnitzen übe ich noch. Das Ganze ist wirklich gemeint als Community Love. Das heißt, ihr schuldet mir dafür dann nichts. Außer, wenn ich es euch per Post schicken soll und nicht per Potstock in die Hand drücken, dann eventuell die Versandkosten. Aber auch das, da lässt sich sicherlich eine Lösung finden, wenn ihr euch das nicht leisten könnt. Aber ich will dafür kein Geld haben. Ich will eigentlich nur, dass ihr lustige Dinge habt, die euch glücklich machen. Und wenn ich euch lustige Dinge machen kann, die euch glücklich machen, dann ist es mir eine Ehre, das entsprechend zu tun. Ansonsten, was habe ich denn noch so gelesen? Ich glaube, das letzte, über das wir uns unterhalten hatten, waren Horns und Finderlohn für den König-Bube-Dame-Gast-Podcast.
An dieser Stelle gleich eine kurze Warnung. Der König, Bube, Dame, Gast-Podcast geht aufgrund aktueller Mikrofonmüdigkeit, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, erstmal in eine ausgedehnte Sommerpause. Wie ausgedehnt die wird, werden wir sehen, aber tröstet euch, habt keine Angst, wir kommen wieder und ihr werdet zumindest größere Teile des Teams auch auf dem besagten Podstock treffen. Ja, genau, das dazu. Aber ich habe eben für König, Bube, Dame, Gast vorgelesen, nämlich Finderlohn und Horns. Das ist von Joel. Aber da haben wir ja das letzte Mal schon drüber gesprochen. Und dieses Mal habe ich gelesen weiterhin die Dune-Saga, nämlich einmal The Battle of Corwin, dann Sisterhood of Dune, Mentats of Dune und Navigators of Dune, alle von Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Sehr unterhaltsame Bücher, ja, teilweise halt einfach Füllmaterial, das merkt man. Aber doch so als Vorgeschichte zu den eigentlichen Dune-Romanen, das ist eine ganz nette Hinleitung. Es macht wirklich Spaß. Also ich habe mir ja wirklich vorgenommen, dass ich alle diese Kurzgeschichten und alle diese Bücher versuche zu lesen, bis ich dann halt wirklich chronologisch durch bin, inklusive der Originalromane. Das wird noch eine Weile dauern, weil die haben halt so im Durchschnitt so 600 Seiten. Aber ich habe ja Zeit. Und es ist wirklich nicht schlecht. Es sind keine schlechten Bücher. Es ist jetzt keine große Literatur und so, aber man kann das schon machen. Ansonsten habe ich noch gelesen Und Gott spricht Armenisch von Herbert Maurer. Herbert Maurer, einer dieser Autoren, ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, zu behaupten, ich würde ihn verstehen. Aber ich liebe ihn sehr. Er hat genau diese Art von Sprachbildern, genau diese Art von österreichischer Mobilität, von Pathos, die ich so sehr liebe. Also, Herbert Maurer, große, große Empfehlung. Ihr dürft nur nicht intellektuell an die Sache rangehen, glaube ich. Und als letztes, frisch fertig gelesen, habe ich Krakatoa von Simon Winchester. Auch das ein Buch über Vulkan, also über den Vulkanausbruch des Krakatoa. Sehr nett, sehr hübsch. Erklärt einerseits die Ursachen, also so diese ganze tektonische Geschichte, aber eben auch die Auswirkungen dieses Ausbruchs und auch die geschichtlichen Auswirkungen, gesellschaftlichen Auswirkungen, die das Ganze hatte. Sehr nett, kann man auf jeden Fall machen, ist nicht schlecht. Und er hat halt einen sehr netten Stil und einen sehr einfachen Stil, würde ich mal behaupten. Ansonsten lese ich jetzt gerade mal wieder eine Horror-Anthologie mit Kurzgeschichten. Da ist auch sehr viel Schönes dabei, überraschenderweise. Weil Kurzgeschichten ist ja immer sehr viel Hit oder Miss. Aber bis jetzt sehr viel Hit, also gefällt mir sehr gut. Und ja, aber da reden wir im Detail drüber, wenn dann die nächste Folge rauskommt. Ansonsten, dem Dela-Aquarium geht's auch gut. Die Babyfischis sind inzwischen ziemlich groß, die machen ihr Zeug. Ja. Ansonsten, kurzer Ausblick. Also wie gesagt, König, Bube, Dame, Gast ist erstmal in einer ausgedehnten Sommerpause. Das wird auch für Mesh unter Messer gelten. Ja, ich weiß, Mesh unter Messer ist sowieso in so einem Halbtotzustand, aber es ist immer noch nicht ganz tot. Es wird also irgendwann mal weitergehen, aber nicht so lange hier draußen 40 Grad sind. Und wie gesagt, wir werden das sehen. Wir machen Podcasts nie als Pflicht, sondern eben einfach so, wie wir darauf Lust haben. Und ich denke, ihr versteht das. Und ganz ehrlich, ich glaube, ihr habt dann auch einfach mehr Sendequalität, wenn wir das nur machen, wenn wir Bock haben und nicht, wenn wir uns dazu zwingen. Aber wie gesagt, die Projekte sind nicht tot. Es wird weitergehen, nur nicht jetzt. Und ansonsten, wie gesagt, kurzer Ausblick noch in die Zukunft. Wir werden beim Podstock sein. Definitiv der Jonas und ich werden da sein. Bei Flo ist es noch unklar, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf euch und würden uns freuen, wenn wir euch mal wieder knuddeln könnten. Das wird großartig. Und damit würde ich sagen, hänge ich jetzt noch zwei Dinge dran. Nämlich einmal das Podstock, ja, Trailer-Audio, würde ich mal behaupten. Und danach verabschiede ich mich, glaube ich, mit dem üblichen Dela-Pent. In diesem Sinne, bis dann, eure Dela. Tschüss!
und sonst so. Die Chronik der Stadt Damme erzählt vom Piratenschiff Potsdok, welches vor 10 Jahren in See stach, um in einem epischen Kampf die besten Zutaten für ein Podcast-Festival zu ergaunern. Na los, her mit dem Kopfhörer, sonst hau ich dir das Mikrofon über deine Rübe. Keine falsche Bewegung, du Audio-Armleuchter ohne RSS-Feed. Na los, Crew, Bühne entern und alles einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Und die große Pfanne nehmen wir auch mit. Und nachdem das Schiff auf allen 7 Weltmeeren unterwegs war, läuft es einen weiteren, spektakulären Ort an. Den Dümmer See. Erlebe vom 13. bis 15. September 3 Tage lang Podcasts auf der Bühne, spannende Workshops, leckeres Essen und knisterndes Lagerfeuer mit der podcastigsten Piratinnen-Crew, die je am Dümmer See war. 10 Jahre Podstock. Tickets und alle Infos gibt es auf podstock.de. Gott nochmal, Mann, Alter. Dela Penn, Erkenntnisse eines Schlafblindens. Ich muss aber noch immer für den Platz. Ich muss nochmal von der Zitze kippen lassen. Lieber erst mal Pause machen. Eingewöhnen. Ich habe meine Rede vergessen. Was? Ja, nein, das war nicht cool von dir. Aber ich lass dich nie zurück. Nicht mal, wenn du so doof bist. Brauchst du Help in der Planetary Level oder ist es okay? Und ich habe von ganz winzigen Babymädchen gekommen. Also welche Babymädchen? Nee, ehrlich. So ganz, ganz winzig. Also noch viel winziger als die, die wir haben. Aber ich weiß noch nicht. Vielleicht sind die auch gar nicht weiter.